Hey. Tobi, herzlich willkommen YouTube. Hallo, guck mal, das ist der Tobi. Hallo YouTube. Hallo, 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 Tobi, hallo, 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 hallo. Ja, stimmt, du siehst ja jetzt auch voll geil aus. Ja, ich habe einen geilen Mantel, Tobi. Oh, geil. Ich habe einen geilen Mantel, ich habe einen geilen Mantel. Guck dir meinen Mantel an. Hey, Tobi. Huch. Oh, ich wollte mich eigentlich nicht. Oh. So, das wollte ich eigentlich machen. Kann ich auf dir stehen? Nee, ne? Bitte? Kann ich auf dir stehen? Nee. Ich kann mich nicht auf dir hinhocken. Das ist sad. So ein total schlechter Undertaker-Cosplay. Ich hauch dir so in diesen Schlitz zwischen Helm und Rüstung. Boah, gestern fett Knoblauch gegessen oder was? Der gute, nee, ist der gute Nasenatem einfach. Oh, Too Serious, dankeschön. Vielen Dank für die gifted Subs, dankeschön, Too Serious. So, Tobi, es sind Dinge passiert. Ach so. Ach stimmt, du hast ja gesagt, du hast irgendwas abgerissen. Stimmt, unser Haus ist weg. Ja. Oh ja, stimmt ja. Oh. Es ist einfach weg, Tobi. Ich hab, wir sieht haben, sehr sad aus hier. Wir haben die Miete nicht bezahlt. Oh nein. Wie konnte uns das nur passieren? Wir waren immer eintreiben und haben selber nicht überwiesen. Scheiße. Ärgerlich einfach. Da kam so ein Affenjunge und Doofkopf vorbei und haben mich verprügelt und dann... Ja, nun. Hier sind noch Bausachen für weitere Häuser. Die habe ich hier gelassen, boah, weil... Da sind unsere Betten drin, Alter, wie traurig. Hä? Ja, aber, hä? Ja, gut. Wir müssen irgendwas damit machen, ne? Ich weiß noch nicht genau. Vielleicht kriegt die einen NPC. Used. Ach so, wir haben... neue Betten? Oh. Ja. Das haben wir. Da drin, ne? Nun. Oh, Alter. Boah, ist das ein Baugerüst? Ja, das ist noch nicht fertig. Das Dach ist leider noch nicht fertig und innen ist noch Baustelle. Hä, aber wie cool, dass es hier so Baugerüste gibt. Wie geil ist das? Das ist denn mega gut. Seitdem ich die entdeckt habe, ist es viel einfacher geworden. Huch. Ja, gut. Ja, nun. Ich bin mehr der Theoretiker. Ja. Huch. Klopp. So. Das ist voll geil mit dem Baugerüst. Das ist mega. Und das Haus sieht einfach nur geil aus. So. Wird immer besser. Auch. Man sieht es nicht, aber außen haben sich ein paar Details verändert. Der Balkon ist größer geworden und so. Voll geil. Ja, ja, da habe ich ein bisschen rumgebastelt. So. Warte, warte. Boah. Alter. Hier oben sind zwei Kerzen, damit das Haus nachts beleuchtet ist. Die sieht man von unten nicht, aber es sieht ganz cool aus als indirekte Beleuchtung. Ja, so kleine Details. Hallo, guten Tag. Und das Dach ist nicht fertig. Lohnt sich auch nicht, da rumzulaufen. Es sieht mega geil. Das sieht aus wie so eine Burg irgendwie, wie so eine Festung oder so. Voll geil. Ja, ist ja unsere im Grunde genommen, ne? So, warte mal. Voll nice. Aber ich gehe unten rein am besten, ne? Ja, würde ich vorschlagen. Aber wie gesagt, ne, ist innen halt noch lange nicht fertig. Der Baum ist leider weg. Weil mit dem kommt man nicht bauen. Hier kommt noch ein Zwischenboden rein, der ist auch nicht fertig, aber naja. Scheiß auf den Baum, wie geil sieht das hier aus, Alter. Boah. Junge. Wie einfach die Wolken durchziehen. Ja, der Nebel stört ein bisschen, aber naja, den kriegst du nicht raus. Den kriegst du leider nicht raus. Der Baum ist ausgewildert, der wächst jetzt draußen, wo er mehr Platz und Sonne hat, weil hier kommt ein Dach rein oben. Und auch Zwischendächer. Wenn du jetzt hier geradeaus, Alter, durch die Tür gehst, ne? Ja. Links ist dein Schlafzimmer. Oh, hä? Wie cool. Du hast es so geteilt. Genau. Links ist dein Schlafzimmer. Das habe ich schon angefangen, meins noch nicht. Also bei dir habe ich schon ein paar Experimente gemacht mit so Himmelbettmäßig und so. Boah, hä? Wie cool. Ja, das. Ich habe auch schon mal in deinem Bett geschlafen, Tobi. Damit du meinen Muff drin hast. Geil, aber nachdem du auf der Baustelle warst, dann hast du dich nicht gewaschen, hoffentlich. Ja, natürlich, klar. Und dann habe ich erstmal... Ja, geil, den Muff mag ich am liebsten. Den guten Achselabrieb habe ich am Kopfteil der Bettdecke gemacht. Okay, das ist ekelhaft. Ach, da ist für dich die Grenze, oder was? Ja. Ja, hier ist noch nichts gemacht. Hier habe ich, ne, hier hab ich noch ein Bett hingebaut. Ja, ja.
Ich habe erstmal da drüben. Hier so ein Baugerüst fürs Dach da oben. Naja. Das Haus sieht mega aus. Türen kommen noch rein. Da fehlen auch noch die Räume, fehlen halt auch noch. Es gibt nur einen Raum, der jetzt schon Funktionalität hat. Achso, ja, ich komme. Ja, genau. Also hier unten ist noch nicht funktionell, aber hier links kommt die Küche rein. Hier so. Ja. Ne? Und dann, auf der anderen Seite, hier habe ich gedacht, entweder Essbereich oder Zwischenraum, keine Ahnung. Und hier kommt so Vorratskammer. Habe ich so gedacht. Voll geil. Ne? So für Essen, für Nahrung, bla bla bla. Und hier können die Bediensteten speisen in diesem Zwischenraum. Speisen. Naja, die kriegen Kartoffelschalen und so halt, ne? Was halt okay. Übrig ist. Huch. Ja, oh! Ja, das ist genau das, ist das Richtige für den Raum, weil das bringt die ein bisschen auf Trab. So, und auf der anderen Seite. Kannst du dir denken, was da ist? Ja, wahrscheinlich, oder? Jo. Ja. Ach du Scheiße. Das sortiert. Sind noch nicht alle komplett hundertprozentig sortiert. Ich war dabei. Wir haben zu wenig blaue Kisten. Ich habe extra kleine blaue Kisten genommen, damit man besser sortieren kann. War das ein Stream oder zwei? Habe ich offline gemacht. Ah, okay. Ja, ohne Stream. Ich glaube, selbst im Stream wäre das wahrscheinlich selbst mega langweilig gewesen, oder? Weiß ich nicht. Leute mögen diese langweiligen Parts aus irgendeinem Grund. Ich glaube, die verbinden das mit mir. Ach du Scheiße. Hm. Ja, hat sogar ein bisschen Ordnung hier mit Rüstung und Waffen und bla bla bla. Also hier sind so Rüstung oben drin, Kopf, Brust, Hose, Schuhe, dann hier Handschuhe, hier Schilde, was war hier nochmal, Ringe und da so der andere Stuff, den man so hat. Und hier Äxte, Bögen, Zauberstäbe, Munition für Zauberstäbe und naja, alles ein bisschen sortiert quasi jetzt. Ja. Aber man kann es nicht beschriften, ne? Bald. Soll kommen als Update. Hast du die Roadmap gesehen? Wenn dieses Video, wenn das Video hier auf YouTube kommt, ist das schon uralt wahrscheinlich, aber jetzt gerade ist die Roadmap ziemlich neu. Voll geil. Die Roadmap habe ich gesehen. Da habe ich dich, glaube ich, sogar drauf verlinkt. Es kommt jetzt nicht irgendwas mit. Ja, hast du, Tobi. Ja, Tobi, mit Wasser und allem. Tiere und sowas. Ja, Tobi, ja, Tiere. Geil. Als würden die hier zugucken. Als würden die zugucken. Ja, voll geil, Tobi. Ja. Huch. Hä? Ja. So. Geil. Ja, das so wie dazu. Also ich popel hier noch ein bisschen rum. Bei der Jägerin gibt es jetzt einen neuen Keller. Weil die hat momentan. Warte. Los, zwei Keller. Hier ist der Keller jetzt, ne? Also ich habe eine Zwischenwand eingebaut und dann geht's hier runter in den Keller. Ist jetzt erstmal so provisorisch mit Kühlblock für Fleisch. Geil. Fleisch und Licht ist cool hier unten. Ja, ne? Ich dachte, das passt ganz gut hierzu. Und der Boden ist extra noch Stein, weil ich dachte, das ist so, wirkt wie ein Kühlschrank. Weißt du, was ich meine? Ja. So naturbelassen. Genau. Das fand ich irgendwie ganz cool. Passt ja zu ihr irgendwie, ne? Und hier habe ich jetzt auch die anderen Sachen drin, wie getrocknetes Fell und Leinen und so. Ob das hier drin bleibt, weiß ich noch nicht genau. Und Leute, nein, ich habe die nicht vergessen. Ist alles gut. Alles gut. Wen denn? Nee, ist egal. Nee, wen denn? Nein, es spielt keine Rolle, Tobi. Wen hast du. Wo hast du jemanden irgendwo hingesteckt? Nein, ja, ich hab. Wo hab ich den hingesteckt? Hier, glaube ich, ne? Hier ist er. Den habe ich erstmal hier reingestellt. Weil, wenn er kein Dach hat, dann will er nichts machen. Der sagt dann mal, oh, wenn du ein Zimmer baust, dann kann ich ganz tolle Dinge machen. Wie zum Beispiel Huhu sagen und Huhu! Hey! Hä, wie? Der arbeitet nicht, wenn er kein Dach über dem Kopf hat? Weiß ich auch nicht, was das für eine Einstellung ist. Also ganz falsches Mindset. Was ist das denn für ein Mindset, Alter? Der erwartet einfach, dass ihm jemand einfach eine Behausung schenkt und er dann dafür vielleicht mal zu arbeiten anfängt. Wenn man ihm dafür noch 10 andere Sachen holt aus der ganzen Welt. Ich hab kein. Das ist Lacher, kein Macher, Tobi. Der denkt auch, dass er mit seinem Sichelstab was Besonderes ist. Ja. Hat er wahrscheinlich irgendwie nachgebastelt, denkt, er ist ein neuer Jesus oder so, keine Ahnung. Mit seinem Goldgesicht. Pah! Arschloch. Hässlich wie die Nacht, deswegen hat er diese scheiß Maske. So, zieht wahrscheinlich Fäden von innen. So, warte mal. Die hat noch eine Quest für uns. Oh ja, wir brauchen ja heute unbedingt, wir mussten heute unbedingt was machen für den Brunnen. Wir brauchten unbedingt was für den Brunnen. Ich erinnere mich. Ah, ja. Genau. Du hast den Durchblick, das ist gut. Ja, ich hab's mir noch gemerkt.
Ja, lass mich wissen, was du brauchst. Und jetzt kommt wieder Almanach für Feldfrüchte. Pass mal auf. Flammenblut, ich bin das Klima hier noch immer nicht gewohnt. Die Dünen des Ödlands waren einst meine Heimat. Ich frage mich, was hier blühen könnte. Mit einem großen Almanach der Pflanzen und Setzlinge könnten wir fantastische neue Feldfrüchte anbauen. Ich habe meinen in einem Lager zurückgelassen, als meine Karawane vor Gefahr floh. Könntest du mir bitte zurückbringen? Ich ahne, wo der ist. Ofen bei Beuren. Ich ahne, wo der ist, Tobi. Wahrscheinlich da, wo der letzte Mal... Was, das Einzige, was hier blüht, ist mein Tripper. Bist du ja verliebt? So, warte. Ich guck noch mal ganz kurz über Ikora. Ach so. Ikora! Ja, ich kenne sie. Sie ist zurückhaltend. Meint, dass andere Leute ihr die Energie rauben. Ich denke, dass sie einsam ist. Aber sie ist eine Meisterin, wenn es um das Brauen von Tränken geht. Sie hat ihren Laden in rauen Blick. Ich würde gerne mal ihre Arbeit bewundern. Angeblich kann sie mit Leichtigkeit jeden beliebigen Trank zaubern. Cool, ciao. Jetzt haben wir die Quest auch wieder angenommen. Jetzt Fladenbrot machen? Was? Da stand gerade Fladenbrot bei Ofen freigeschaltet. Und gekochte Eier. Ach du Scheiße. Boah, Fladenbrot wäre jetzt geil. Mit Knoblauchsoße einfach nur, ohne irgendwas. Gekochte Eier geben +3 Ausdauerregeneration, +3 Gesundheit Wiederherstellung, +2 Mana-Regeneration für 40 Minuten? Was? Das habe ich nie, wenn ich mir meine Eier koche. Was, Tobi, was soll ich... Du musst sie... Nein, wenn ich gekochte Eier, nicht meine Eier. Bitte. Gut, Zucker. Das ist nicht Gartic-Phone, Erik. Na gut, ich habe das ohne Kontext. Wenn wir Zucker fressen, gibt es +20 Ausdauerregeneration für 5 Minuten. Okay, wenn wir Zucker machen. Okay. Gemüsesuppe haben wir noch. Dafür brauchen wir einmal nach. Kamillentee können wir jetzt schon machen. Kamillentee sollten wir auch machen. +5 Gesundheit Wiederherstellung für 35 Minuten und +2 Konditionen. Sollen wir machen. Wir brauchen unbedingt Brunnen. Ein Pilzomelett. +4 Intelligenz für 40 Minuten. Oh, was? Haben wir den Ofen von ihr schon? Nee, sie braucht den Almanach dafür, glaube ich, oder? Ach ja. Glaube ich. Oder den Ofen, nee, den müssen wir ja holen, glaube ich, wieder. Nee, den können wir bauen, wenn wir den Almanach, okay, wenn wir den holen. Okay, ja. Meine Eier sind zu schwer. Okay, ich gehe hier lang. Tobias, meine Eier. Nee, die schleifen da wieder auf dem Boden im Miasma rum, lass mal. Sind so schwer. Warte, hatten wir letztes Mal markiert, wo wir hin wollten? Ich glaube, das war rechts irgendwo, ne? Fragezeichen? Ja, Gerbereistation benötigt. Ich hatte es noch markiert. Wo war das nochmal? Ach, hier Gerbereistation. Okay, dahin oder was? Genau. Ich gucke nochmal ganz kurz, bevor ich losdüse. Ich muss mein Inventar leer räumen. Willst du das auch noch machen? Oh ja, ich habe auch noch Sachen dabei. Die wirst du aber sortieren müssen, Tobi. Ich kann ja mal gucken gehen. Ab jetzt. Einfach alles in eine Kiste. Ab jetzt müssen wir alles sortieren, Tobi. Sonst wird der kleine Gronkh sehr traurig. Alles in eine Kiste. Und du willst doch nicht, dass der Gronkh sehr traurig wird, oder, Tobias? Weiß ich nicht. Wenn ich traurig werde, werde ich oft sehr ausfallend. Okay. So. Wasser. Ach ja, und Wasser können wir vielleicht nochmal. Ich hole nochmal schnell Wasser. Oh ja, kann ich auch gleich nochmal holen. Können wir das beide eigentlich machen? Das weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube, jeder kann das da einmal machen, ne? Dachte ich. Das wäre perfekt. Wo ist denn hier Leder? Ja. Oh, Tobias. Richtest du dein Schlafzimmer ein? Ja, kitsch. Oh. So, ruf mich an. Ach, ich wollte aber noch. Nicht zwischen 7 und 8. Ich wollte noch umskillen. Ich habe gar keinen Bock umzuskillen, weil das so lange dauert. Aber ich müsste es eigentlich tun, ne? Eigentlich müsstest du es tun. Ja.
Also mal Tierfell war bei der Jägerin, ne? Oder? Genau. Die waren in der Kiste da drin. Warte. Ich schau mal ganz kurz. Fleisch hatte ich noch mit. Ich hab noch gebratenes Fleisch mit, das sollte ich in die Küche schmeißen. Wachs kommt, glaube ich, zur Bäuerin. Ich bin mir gerade nicht so sicher. So. Oh. Warte. Hier war Wachs drin. Jo, okay. Das Lernen ist aber auch... so, das lasse ich mal hier. Die Sachen wollte ich essen, glaube ich, aber nicht alle, ne? 3 Konsti, 2 Intelligenz, 3 Intelligenz. Also die gebratenen Pilze kann ich eigentlich irgendwo lassen. Ich schmeiße das einfach mal hier rein. Ich sortiere es später wieder raus. Aha. So, ja. Wir haben noch nichts für Nahrung. Wir haben noch nichts für Nahrung irgendwie. Also wir brauchen noch... Die Küche brauchen wir noch, da kommt die Nahrung dann rein. Gebet der Flamme-Schriftrolle muss ich auch mal loswerden. Was wollte ich denn? Ich wollte irgendwas, wollte ich sagen. Ach so, ja, musst du eigentlich noch von diesen Knochen sammeln für deine Rüstung? Hatten wir letztes Mal gemacht. Wir hatten ganz viele von den Knochen gesammelt und dann mussten wir, weißt du noch, 9 Stunden hat das Knochenmehl gedauert. Ach, ja, okay. Ja, ich erinnere mich. Ja, okay. Plot-Twist, das Knochenmehl ist durch. Oh. Wow. Ja, nun. Ich hab's aber teilweise auch im Hintergrund laufen lassen, einfach. Ja, das ist halt. Also, ich meine, ich mag das Spiel, aber ich mag Spiele eigentlich nicht, wo das so richtig real-time lang dauert. Ja, ne? Vor allem Let's Play ist halt schwierig. Was soll ich sagen? Auch bei Echo. Also, das war damals ja auch irgendwie echt ein Problem, dass die Sachen so mega lange gedauert haben. Oh ja. Da kann man die Server-Einstellungen zum Blick ändern. Das war ganz cool. Ach, stimmt, das können wir hier ja gar nicht. Gott. Genau. Aber ich kann zwischendurch mal anschmeißen, dann passt das schon. Oh, Mist, wir brauchen neue Nägel. Ich habe aufgehört, Truhen zu bauen, weil mir Nägel fehlten. Und den Rest hätten wir eigentlich sogar noch. Erstmal Flüssigkeit brauche ich noch. Für neue magische Truhen, aber da weiß ich genau, wie schnell man die kriegt. Aber ich mache mal Nägel gerade. So. La 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 la. So. War das hier? Nee, das war das. War das bei ihm? Nägel. Dafür brauchen wir Metallschrott. Ach, und den Metallschrott, stimmt, das muss ich noch machen. Ich muss hier noch ein paar Kisten gegen magische austauschen. Wir haben zwar Metallschrott, aber er kann damit nichts anfangen. So. Können wir denn mittlerweile Metallschrott auch von Wänden abbauen? Nee, ne? Wir haben es immer noch nicht gefunden. Weiß ich gar nicht. Von welchen Wänden denn? Also so Metall quasi als Erz. Haben wir das schon gefunden? Nee, ich glaube, wir waren kurz davor, ne? Da, wo wir ja diese Minen gefunden haben, wo diese fliegenden Viecher dann immer waren. Ja. Okay, war das da dann, alles klar. Ich glaube. So, Metallschrott. Plupp, 50er Stack. Upp. So, Nägels haben wir. Da mache ich nochmal schnell ein neues Trüchen. Guck mal, so sieht das Haus nachts aus mit der indirekten Beleuchtung. Ich fand das ganz cool. Warte. Da mit den Kerzen oben und so. Huch, da ist gerade das Licht angegangen da vorne. Oh. Flimm. Oh ja, sehr geil. Ja, die Fenster müssen noch ein bisschen mehr leuchten. Da kriegen wir bestimmt noch was hin. Aber ist schon ganz cool, glaube ich. Also Kudos, das sieht echt geil aus. Geil. Ja. Sehr, sehr nice. Voll gut. Drin ist halt ein bisschen dunkel, ne? Ich wünschte, es gibt noch so Tageslichtlampen oder keine Ahnung. Wird vielleicht ein bisschen düster, aber es wird am Ende, glaube ich, ein bisschen hutzliger wieder. So. Gibt's da bestimmt Deckenleuchter oder sowas, oder? Die man sich aufhängen kann? Ja, du hast 2 Stück bei dir im Schlafzimmer, die du nicht gesehen hast wahrscheinlich. Oh, warte. Ja. Hier hoch, dann links. Ach, und das ist auch noch ein Problem. Oh ja, okay, die sind aber trotzdem sehr dunkel, ne? Die sind super dunkel, leider. Die helfen nicht viel. Aber die sehen cool aus. Ich habe überlegt, ob ich da oben noch Standfackeln über die Deckenleuchter mache, damit die heller sind. Es gibt noch ein Problem, weil wir 2 Flammen haben, sind 2 verschiedene Gebiete. Das eine hört ja hier auf. Und wenn ich beim Schmied die Nägel in der blauen Kiste habe, dann funktionieren die in diesem Gebiet, aber hier nicht mehr. Oh. Ja. Ich weiß nicht genau, ob es noch bessere Kisten gibt, die vielleicht bei allen Feuern funktionieren, eventuell.
Das weiß ich nicht genau. Falls es die nicht gibt. Hallo Keen Games, wie geht's euch denn? Eure Roadmap ist ja noch nicht voll genug. Vielleicht kann man da ja was machen. Oder vor allen Dingen, wenn man zwei Flammen verbindet, dass man vielleicht auf der gesamten Ebene die Sachen benutzen kann. Das wäre halt ein Traum und dass da auch diese Linien zwischendurch verschwinden. Die sind super nervig. Ich habe die halt ständig, auch wenn ich nicht das Bautool nutze. Wenn die aber wirklich verbunden werden zu einer Fläche, das wäre mega geil. Ich sehe die tatsächlich gar nicht. Achso, jetzt sehe ich sie auch nicht mehr. Okay. Bei der Spitzhacke habe ich sie gerade gesehen. Jetzt ist die wieder weg. Okay. Da ist sie wieder. Weiß nicht warum. Muss man die vielleicht genau anpingen und dann zeigt er die? Jetzt ist sie wieder weg. Wenn ich nichts in der Hand habe, dann ist die... Ach so, weil ich ein Werkzeug in der Hand halte. Klar, damit ich weiß, wo ich die Bäume schlachte und so. Ich darf kein Werkzeug... Ja, okay. Klar. Aber trotzdem wäre es cool, wenn es... trotzdem wäre es cool, wenn das irgendwie übergreifend gehen würde, wenn man Flammen verbinden könnte. Das wäre richtig cool. Ich glaube, dann würden Leute auch übertrieben große Bauprojekte angehen. Weil ich da schon echt krassen Stuff auf YouTube auch so gesehen habe, ne? Also, wow. Ich traue mich da nicht reinzugucken, weil ich dann demotiviert bin. Nee. Überhaupt nicht. Aber die gehen halt wirklich nur auf Bauen, ne? Kein Abenteuer, so, die bauen halt einfach nur. Wie bei Minecraft, die Leute manchmal. Ja, aber das mache ich ja teilweise auch bei zwischen den Folgen hier halt, ne? Dann baue ich so vor mich hin, aber ich habe ja keinen Plan oder so. Ich mache es einfach nur irgendwie. So. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh. Jetzt habe ich keine mehr. Das ist die Erik-Limitierung, sonst eskaliert der Mann komplett. Ja, wie gesagt, es gibt wesentlich schlimmere Leute als mich, glaube ich, bei allen Games. Huch! So. Einmal X, einmal rotaten und dann rein da und dann war es für die Pfeile. Packen wir die Pfeile hier unten rein. Bob, bob. So. Feuersteinpfeil, die behalte ich mal. Okay. Ich war gestern auf YouTube unterwegs und war, da habe ich, habe ja natürlich deinen Best-of-Kanal auch abonniert. Ja, hervorragend, das sollte jeder tun. Hallo. Und da ist mir ein Video vorgeschlagen worden, wo deine ganzen Rage-Quits, die du schon mal hattest. Ich hatte, was? Ich wusste gar nicht, dass du die Grimtails-CD damals kaputt gemacht hast. Aber zu Recht. Zu Recht. Ich wusste das. Ich kannte das nicht. Was? Ich hab das so gefeiert. Was für ein Arschlochverein einfach. Was für dieser ein... Dieser Ficker. Ich stehe zu meiner Entscheidung und werde immer dazu stehen. Das ist absolut... Oh, das war alles absolut gerechtfertigt und jeder hier weiß es. So. Nee, ich habe das tatsächlich nicht mitbekommen damals. Jetzt nur durch den Best-of-Kanal, weil mir das Video vorgeschlagen wurde. Keine Ahnung warum, aber... Ja, ich bereue es kein bisschen. Ah. So, Toni, oder hast du da war in dem Video noch irgend so ein Spiel, da hast du irgendeinem Viech nicht ins Auge schießen können. Was war das für ein Spiel? Ich habe das Video nicht gesehen. Ich habe irgendein Viech nicht gesehen. Das war ein Shooter und da hast du dem Viech versucht ins Auge zu schießen und konntest aber nicht, dann bist du auch rausgegangen. Ah, Evil Within, das kann sein. Ja, das kann Evil Within gewesen sein, okay. Dann war das Klumpatsch der Wunderhund. War das. Ich glaube, bei Evil Within war Klumpatsch der Wunderhund, ne? Der scheiß Tiefgaragenhund, der. Oh, Junge, ging dem auf die Eier. Uff. Auch das, ja, auch da stehe ich zu meiner Entscheidung. So, die Zauberrollen packe ich mal hier erstmal rein zu den Pfeilen, weil, weiß ich, zu den Dingern hier meine ich. So. Okay, ich bin leer, Tobi. Ja, ich schick dir mal Mais, weil der plus 2 Stärke gibt und du brauchst das, ich nicht. Oh ja, geil. Dankeschön. Und ich sollte meine Fähigkeiten wirklich resetten, ne? Aber ich habe Angst, dass ich es verballere. Aber ich meine, ich habe es jetzt schon verballert. Ich resette mal eben meine Fähigkeiten, Tobi. Geil. Gönn dir. Aber wie viele Fähigkeiten habe ich denn gerade noch übrig? 10 Punkte habe ich gerade noch übrig. Das ist ja nicht so viel. Ich würde gerne trotzdem auch noch manchmal mich im Nahkampf wehren können. Das wäre ganz cool. Kostet 10 Runen. Na gut. So.
Ich möchte jetzt ganz ohne Fähigkeiten spielen, Tobi. Geil, ja, mach mal. Sehe wahrscheinlich keinen Unterschied, wie bei mir. Na, Tobias. Okay. Ja, mach du in Ruhe deine Fähigkeiten, ich lass die Hunde nochmal schnell in den Garten. Achso, ja, okay, das passt schon. Dann kannst du das in Ruhe machen. Okay, sehr gut. Dann machen wir das okay. So. Also bis gleich. Ja, bis gleich. Ich will, genau, Doppelsprung brauche ich unbedingt. Sprungangriff, Stärke, da ist der Doppelsprung. Läufer, 10%, kann ich, glaube ich, brauchen. Doppelsprung hole ich mir als erstes. Also, Battle Mage hin oder her, Doppelsprung ist essentiell. Sprungangriff hatten wir schon, werde ich, glaube ich, dann nicht mehr brauchen, oder? Kondition, inneres Feuer, wird um 2 Minuten, Miasma-Zeit um 2 Minuten erhöht, finde ich eigentlich auch gut. Ich würde trotzdem gerne noch Heiler sein. Also natürlich Battle Mage, klar. Aber ich würde mich trotzdem gerne... Das Heilen war halt das OP. Das will ich unbedingt haben. Wo waren die Heilungen? Intelligenz. Die brauche ich dafür auch. Also Intelligenz höhle ich mir. Warte. Die Heilung. Wo war die denn? Die Wasseraura. Ja, das war die Wasseraura, ne? Da komme ich auch sonst nicht hin. Ich muss hier durchgehen zur Wasseraura. Teleport wollte ich nehmen. Als Magier auch gut. Den Teleport gönne ich mir. Wie viel kostet der? 4. Den gönne ich mir trotzdem. So. Heiler 2. Okay, muss ich hin. Ich will zur Wasseraura. Was ist hier? Notfallteleport, während du betäubt bist. Auch geil. Das Teleportieren in einen Gegner löst eine Explosion aus. Oh, auch schön. So, und dann die Wasseraura. Nehme ich auf jeden Fall mit. Und ich will, erhöht die Wasseraura-Heilung auf 2, das nehme ich auch mit. Natürlich. Ich gebe es zu, ich bin nicht gut im Magier-Sein. Ich nehme sonst immer den Barbar, den Brute, weil ich nicht nachdenken muss. Oder den Tank. Ich muss da nicht groß nachdenken. Ja, beim Magier muss ich mal gucken, so wie genau mache ich was, brauche ich da, blablabla. Beim Tank einfach so, ja, schrotte mich. Ich muss nur irgendwie überleben. Die Intelligenz nehme ich mit, weil... 2 Punkte pro Intelligenz. So, was war das hier? Arkane Ablenkung bei einer erfolgreichen Parade erhältst du auch sehr gut für mich. Wenn es scheiße ist, können wir immer wieder neu machen. Ausweichangriff. Wenn du mit einer Nahkampfwaffe ausgerüstet bist, kannst du mit linker Maustaste einen Ausweichangriff ausführen, welcher dich auf den Gegner zustürmen lässt und mehr Waffenschaden verursacht. Okay. Konstitution. Ich schau mal ganz kurz. Das ist Tank. Und hier ist halt mehr, hier ist Kampfmagier eher so, okay. Nochmal Intelligenz, No-Brainer. Wenn mit Stäben Schäden gegen Gegner verursacht wird, besteht eine Chance von 24%. Von 24%, okay, aber nur 2% Mana. Wiederholter Stabschaden wird um 20% erhöht, auch geil. Das hier auf jeden Fall. Ich hab nur ein bisschen Bammel. Willenskraft, 20 pro Attribut. Magieschaden um 5 pro... Okay. Auch No-Brainer. So. Da haben wir schon ziemlich viel. Notfallteleport könnten wir auch gut brauchen, ne? Wir haben noch ein paar Punkte übrig. Das nehme ich mit. Das hier kann ich vielleicht nutzen, um mich wirklich absichtlich in Gegnergruppen rein zu porten. Eventuell. Wäre mein erster Gedanke dabei. Totenbeschwörer. Der Schädelbegleiter lohnt sich nicht, oder? Ich habe jetzt nicht gesehen, dass er uns sonderlich geholfen hat. Ich finde die Idee nice. Aber die Ausführung finde ich zu low. Ich finde, das hier sollte noch Totenbeschwörer... Könnte ich mir vorstellen, wird irgendwann noch ein ganz eigener Zweig hier komplett.
als Nekro. Wäre wahrscheinlich auch gut. Der zieht Aggro. Ja, aber der macht halt sonst. Der ist nicht. Ich sehe es irgendwie nicht. Tobi zieht Aggro. Der ist halt der Tank, ne? So, einen kleinen Flammenstoß. Wenn du Magiewaffenschaden verursachst, besteht eine Chance von 15%, einen kleinen Flammenstoß auszulösen, der für dich und deinen Verbündeten innerhalb von 20 Metern 30 Sekunden Miasmazeit wiederherstellt. Ha. Ob wir das brauchen, weiß ich nicht. Okay, Zauberer. Was haben wir noch bei Zauberer? Ganz kurz, eine Sache noch. Spinnentier. Oh, das wär super hilfreich. Aber wir schaffen es auch ohne. Meister auf der Hinterhalt. Jeglicher Schaden von hinten. Komm, Athlet. Athlet, da sehe ich mich. Sprungangriff. Kräftige Umlenkung. Das ist alles nicht meins. Ich suche gerade noch was. Bestienmeister. Kondition. Bestienmeister. Ruhiger Geist. Sprache der Vuka. Oh. Okay. Das ist eigentlich strong hier. Aber dafür gibt es die Vuka zu wenig, aktuell noch. Ich suche das Ding, wo man mit dem Gleiter nochmal Aufwind kriegt. Den Skill suche ich gerade. Ich weiß nicht, wo der ist. Ich dachte, der wäre vielleicht hier irgendwo. Waldläufer, Assassine. Schütze. Rechts im grünen Pfeil nach oben. Aufwind. Ah. Okay, ich komme jetzt hier lang. Willenskraft oder Geschick? Fernkampfschaden eigentlich auch gut. Also ich bin ein Magier, der auch einen Bogen hat, glaube ich. Also ich habe auch einen Bogen. Den nutze ich immer, wenn der... Obwohl, ich habe den kleinen Zauberstab halt auch noch, ne? Willenskraft, let's go. Geh mal rein. Gegenschlag. Nachdem du Schaden erhalten hast, besteht eine 20%ige Chance. 50% des Schadens als Fair. Oh. Okay. Nehme ich mit. Dann Aufwind auf jeden Fall. No-Brainer. Gleiter verbrauchen 30% weniger Ausdauer. Das nehme ich auch. Das ist mir egal. Intelligenz. Für Heilung. Hinfort. Ein magischer Schlag, der getroffene Feinde wegstößt und betäubt. Ersetze deine unbewaffneten Angriffe. Willenskraft, Schrecken. Alle zwei Stufen der Flamme gewähren einen Willenskraftpunkt. Auch geil. Schnellladung verringert die Zeit, die magische Stäbe benötigen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Dies ist der Weg. Beim Angriff mit einer Magiewaffe wird jeglicher Schaden. Na klar. Langsam gehen uns die Punkte aus. Nochmal Willenskraft. Nochmal Willenskraft. Totenbeschwörer lasse ich aus. Was kommt hier? Donner. Ah, okay, okay, okay. Das, ja. Hier sind die Einzeldinger. Bin ich immer kein Freund von, weil da verbrennt man ziemlich viele Punkte. Geil, wenn man die alle hat, aber momentan wäre es mir zu teuer. Okay, wir müssen aber hier hinten rein. Kettentreffer, wir müssen hier hinten unbedingt rein. Dann würde ich, glaube ich... Brandstifter, strahlende Aura, alle Brutfeinde im Umkreis von 10 Metern, alten Pro. Oh. Oh, ja, über Feuer würde ich eh gehen, weil ich meistens Feuer benutze. Pyromane und das hier sieht auch sehr gut aus. Nehmen wir Willenskraft hier. 8 Punkte haben wir noch. 2, 4. Okay, das kostet 3. Ich mach direkt Feuer. So. Pyromane. Ich nehme das hier. 10 Metern. Nochmal Feuerschaden.
Die beiden zusammen kann ich mir sehr gut vorstellen, bei den kleinen Nestern, wo diese Viecher rauskommen, immer die kleinen Insekten. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das sehr gut funktioniert. Und wir kriegen auf das hier. Penis? Also wenn ich sage, da wo die kleinen Insekten rauskommen, denkst du zuerst an Penis, Tobi? Ist ja, das hätte ein, sein können. Ist das ein erster Gedanke? So. Ja, Tobi, du kommst genau pünktlich. Ich habe just jetzt umgeskillt. Geil. Was hast du gemacht? Ich glaube, ich bin jetzt Battle Mage. Ich kann. Geil. Ich sollte keine Nahkampfangriffe mehr machen. Ich könnte noch, aber ich sollte nicht. Okay. Jetzt bin ich wirklich komplett auf Magie geskillt und vor allen Dingen Feuermagie. Boah, geil. Ich bin sehr gespannt. Und heilen. Heilung habe ich auch gemacht, ne? Also, damit ich trotzdem noch die Wasseraura habe und möglichst viel Mana und so weiter. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber was ich brauche, bevor wir losgehen, jetzt brauche ich nämlich unbedingt für unseren großen Stab, brauche ich Zauber. So. Problem ist aber, wir müssen die, glaube ich, mal selber machen, ne? Feuerball 1 habe ich nur. Hatten wir nicht schon zwei? Ja, die habe ich schon alle verbraten bei dem Boss-Mob. Oh. Ich guck mal kurz, ob ich beim... Ist das der Alchemist, der Feuerball 2 machen kann? Ja, Feuerball 2. Was braucht er dafür? Teer, Bernstein und Harz. Wo krieg ich denn Bernstein her? Oh, Bernstein haben wir zwischendrin immer mal gefunden. Ich glaube, ein bisschen haben wir irgendwo. Aber kann ich ihn irgendwo farmen? Weil, ne? Das ist eine sehr gute Frage. Hm. Im Miasma abbauen? Wo im Miasma? Ich also, wollte gerade sagen, aber nicht in dem Miasma, wo wir hier vor der Tür haben, oder? Nee, wahrscheinlich ein bestimmtes, oder? War das in dem Miasma, wo wir das letzte Mal waren, wo wir dieses Ding runtergelaufen sind? Wo diese Insel in der Mitte war? Ich glaube, da haben wir Bernstein gefunden. Kann das sein? Ja, also da können wir noch mal gucken, ne? In dem Grün war das, glaube ich, ne? Düsterdickicht. Viele Leute schreiben gerade Düsterdickicht. Huch, ach, der labert wieder. Ich dachte, der geht an Musik los. Im Düster... Entschuldigung. Ja, Tobi, hör auf zu labern. Nee, wo war das Düsterdickicht nochmal? Erik, ich zeig's dir, komm. Ist das Düsterdickicht denn auch blickdicht? Sonst mache ich diesen Fick nicht. Was? Was? Ich habe keine Ahnung. Was? Tschüss, Monetarisierung. So. Tschüss. So. Gut. Düsterdickicht, warte. Okay, warte. Warte. Ah, da. Ja, da oben. Okay, ja. Okay. Dann nehme ich erstmal Feuerball 1 mit. Würdest du ganz kurz mit mir kurz versuchen, farmen zu gehen von da? Wenn ich muss aber. Schade, dann gehe ich alleine. Problem ist. Düsterdickicht, warte, oder was? Problem ist, ich glaube, wahrscheinlich reicht mein kleiner Zauberstab auch dafür. Tobi, du kennst meinen kleinen Zauberstab, der ist pfiffig. Der ist, also denkst du erst so, ne? Denkst du, oh, was ist das denn? Voll lächerlich. Und dann aber, oh. Ja, ist, dann kommt er ganz groß raus. Ja, hat die Technik auf jeden Fall. So. Okay, gut. Die Dinger, wo du hinter die Tür machst, dass die Tür nicht so antitscht, weißt du? Okay, so, ich reise schon mal hin. Tschüss. Sehr gut. Wir brauchen... Ja, ich gehe auf Feuer halt, ne? Wir haben noch andere Sachen, aber ich gehe komplett auf Feuer dann. Moin. Guten Tag. Wir sollen von hier ins Miasma. Laden die Bäume bei dir da hinten auch gerade nicht? Nee, bei mir ist alles da. Oh, jetzt sind sie geladen. Boah, bei mir sind die gerade voll, die waren komplett viereckig. Oh. Ups, spielst du gerade Minecraft? Ja, so sah es aus, ja. Aber wir müssen nach Osten, ne? Wir müssen dann nach Osten runter. Osten? Also da. So. Also hier runter, ne? Sag da. Aber das ist mir erstmal ziemlich groß. Ich weiß halt nicht, wo wir das gucken sollen. Nordost Richtung Höhe. Also da so, okay. Eher Nordost. Ich,
Ich spring dir hinterher. An der Wand zur Warte, also zu dieser hier, quasi hier unten. Warte, warte. Ja. Auf die nicht. Ja doch, das schreiben aber mehrere, da ist das glaubwürdiger. Ah, okay, okay. Ja, warte, warte. An der Wand zur Warte. Das hier ist ja die Warte, ne? Sehe ich richtig, Tobi, oder? Mein Gutester. Das sieht mir nach der Warte aus, ja. Ja gut. Können wir runterjumpen und gucken, ne? Ja, weißt du was? Ach, warte, ich trinke aber so einen Trank vorher noch. Hätte ich vielleicht auch machen sollen, Tobi. Aber ja, gut, du hast ja, glaube ich, aber so schon ziemlich krass Miasma, oder? Willst du sagen, ich habe eine Krankheit? ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, wie meine Miasma-Stats jetzt sind. Deswegen trinke ich jetzt auch noch schnell einen Trank. So, benutze. Oh, okay, ich komme jetzt auf 9 Minuten. Okay, ich weiß gar nicht. Wow. Alter. Was war das denn gerade? Voll am Felsen weggeglitscht. Huch. An der Wand zur Warte. Also hier ist die Warte. Oh, hier oben, glaube ich. Ich hab hier, glaube ich, schon was gefunden. Eine, wo denn? Hier oben, oder? Das hier? Nee, das ist Lehm. Das ist Lehm? Hä? Da ist es schon. Wie sieht denn das aus? Okay. Das hier? Das ist irgendwas, ne? Ne, ist nur Stein. Also das hier ist auf jeden Fall Lehm. Bei Lehm rechts an der Wand weiter ins Miasma. Okay. Das ist immer noch Lehm. Also hier runter. Da hinten ist noch irgendwas. Bernstein sieht aus wie Honig. Okay. Das ist, glaube ich, auch Lehm. Oh, nee, ist Bernstein. Oh, ist Bernstein. Geil. Bernstein, der ist mit einer Tür verwandt. Das sieht halt aus wie Lehm. Das oben ist aber Lehm. So, warte. Mist, ich habe mir Honig zu Hause gelassen. Scheiße. Oh, wow, das sind 3 Bernstein gewesen jetzt. Ja. Ich hab 3. Hier ist auch nicht. Obwohl, da geht's noch ein bisschen weiter. Da scheint es noch ein bisschen weiter zu gehen. So. Wir können ja abwechseln. Während ich auflade, kannst du ja wieder reingrätschen hier, oder? Jetzt muss ich auch laden, jetzt kannst du wieder reingrätschen. So. Gibt wohl auch noch mehr Stellen hier für Bernstein. Oh, ich hab gerade in dich geguckt, Erik. Ja, Tobias. Was hast du denn tief in mir gefunden, Tobi? Ich möchte nicht drüber sprechen. Oh. So. Süße Geheimnisse warten darin. Oh, ich höre diese Scheißkäfer. Und sie sterben, weil ich einen geilen Skill habe. Der ist einmal so gestorben. Wie, was, hä? Gegner, die in der Nähe sind, sterben jetzt einfach? Ja, also die Miasma-Viecher kriegen bei mir in der Nähe erstmal momentan einen Schaden pro irgendwas. Hä, wie geil. Alle Miasma-Gegner. Das muss ich noch ein bisschen erhöhen. Ist gegen die kleinen Scheißhausfliegen halt gut, ne? Was denn hier? Achso, das ist das Viech. Was? Hier liegt noch ein Viech. So, 23. Ja. So. Okay. So. La, 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 la. So. Wie die 7 Zwerge hier einfach. Ich muss mal gucken, dass ich meine Miasma. Also ich glaube, ich werde noch ein paar Skillpunkte für Miasma-Verlängerung ausgeben. Diese 8 Minuten sind mir irgendwie zu wenig. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt hatte insgesamt. Ich glaube 37 oder so. Ja, ist irgendwie so mega krass. So ein bisschen zu sad.
Zumal die im Jasma-Gebiet halt auch immer größer werden. Ach, das bist du. Ich wollte gerade schon in Deckung springen. So. Erste Reaktion schon wieder. 6,30 habe ich, ja. Das ist halt wirklich ein Witz. Das ist... Hä, das ist super niedrig. Hä, Tobi? Ja, ich habe halt alles auf Stärke geskillt, ne? Ach, stimmt. Und ich habe gar keine Ausdauer mehr. Deswegen muss ich ja dauernd so schnell Pause machen. Ich habe gar keine Ausdauer mehr. Puh. Ah, ja, stimmt. Bei mir liegt es auch an der Rüstung. Die Rüstung nimmt auch Miasma-Zeit runter. Tobi, ich bin ein Lappne. Ich auch. Meine Ausdauer ist auch super schnell unten. Hey, ne? So, ich glaube, das war's aber auch schon, ne? Im großen Ganzen. Hey. Hey, Tobi. Tobi, na, willst du was sehen? Ja. Hä? Hey. Hey, Tobi. Wie geil. Ist voll geil. Super nice. Voll geil. Ja, da oben ist noch ein bisschen was. Da kann man auch noch mitnehmen, wenn man da hin käme. Ich versuch mal gerade hier hochzukommen irgendwie. Ja. Wir müssen mal wieder zurück. Weil bei mir wird die Luft knapp, Erik, weißt du. Okay, ja, verstehe ich. Ah, Mann, ich hasse das manchmal. So, wie kommen wir hier wieder raus aus der Mumpe? Oh ja, einfach, du kannst hier hochspringen, hier wo ich stehe, hier vorne. Okay, cool. Hier kannst du so die Wand, also den Berg einfach hochspringen. Hä, ist ja super nice. Was für ein Service. Geil. Double Jump for the win, ey. Zum Glück habe ich hier noch. So, 37 habe ich. Kannst du mir die Dingens schicken? Den Bernstein? Oh ja, warte. Vielen Dank. Ihr Bernstein. Dankeschön, Dankeschön, merci. Hervorragende. Bären. Okay. Ja, da werde ich ein paar Mal farmen müssen, glaube ich, ne? Ist das hier unten? Das ist doch auch hier, oder nicht? Aber ist das Erz, oder? Ja. Oh. Aua. Lehm, Mann. Ist das Lehm oder ist das Bernstein? Bernstein. Krass. Geil. Okay. Voll geil. Moment. Cool. Keine Endlich Ausdauer mehr. Und dann keine Ausdauer mehr. Ja, ja, same. Yeah. Ich zurückkomme. Nice. So. Da-dam. Ich will dir nicht den Boden unter den Füßen weggraben. Nee. Aber ich kann hier sonst nicht weg, glaube ich. Warte, ich arbeite mich nach vorne durch. Ich hätte mir das Rezept anheften sollen, ne, glaube ich. Egal, wir kriegen das schon hin. So. Was ich vielleicht mal brauchen könnte, habe ich ja was für Konsti? Ne, nur Intelligenz, okay. Ah doch, Konsti. So. Ist nur für die Gesundheit. Konsti braucht einen kurzen Moment beherrschen. Ja, ist leider nur für Gesundheit. Ich brauche einen Ausdauertrank, glaube ich. Ich habe gar keine Ausdauer mehr. Das, dieses Miasma, was ich mir hier auf Lunge ziehe die ganze Zeit, ist nicht gut. Jahre Miasma-Sportzigarette. So.